Willkommen zurück zu Warriors Orochi 3. Weiter geht's hier mit dem Battle von Mount Xingqi. Und hier ist auch so eine Art Liebesdrama, weil wir müssen auch eine Shiitachibana finden, die von, also der von Ginyesho Tachibana, ja, vermisst wird. Genau wie im letzten Part. Guansu von Bao Sanyang. Und dann suchen wir den nochmal, oder? Vorher, wenn die Ländereien von Kyushu angegriffen wurden von der Hydra, arbeiteten Ginyesho und Munishige Tachibana zusammen. Wie auch immer, sie haben sich selbst getrennt wiedergefunden während der Verwirrung von der Schlacht, um ihren Rückzug zu verdecken. Und Ginyesho, oh, das ist ein Name, hat die Spur von ihrem Ehemann verloren. Okay. Als sie ihren Mann suchte, ihren vermissten Mann suchte, nahm Ginshio keine Ahnung, was soll es heißt. In dem Fall sprechen, das Munishige gemacht hat, um ja, so dass der Weg finde, dass sie am Leben bleibt, so. Nur dann brachte Xiao Qiao Neuigkeiten, dass Munishige bei Mount Xingqi gesichtet wurde, und so hielt sie ihre Emotionen noch beisammen, und Ginshio setzte sich sofort raus, in der Hoffnung, ihre verlorene Liebe zu finden. Boah, Mann, ey. Was ein Text. Ist das, wo Lord Munishige war? Was denkst du, was sie hier macht? Ah, du bist so lustig, Lady Ginshio. Warum bist du so sauer, wenn du in der Sorge bist? Und wenn du sauer bist, wenn du glücklich bist. Du bist sauer, wenn du glücklich bist. Oh, what the fuck? Oh, voll kein Sinn. What the fuck? Ich bin wirklich sauer. Okay, klar, aber ich muss zugeben, scheißegal hier, jetzt lassen wir die Suche beginnen hier für Lord Munishige. Ja, dann machen wir es auch mal. Wo ist er, wo kann er sein? Ja, wo ist er denn? Oh Mann, ey, wir fangen hier an mit, ja, mit einer kleinen Armee, und die wird sie auch nicht größer werden, lol. Ginshio Tachibana darf nicht sterben, und ja, wir müssen nur Munishige finden, und ja. Oh, nicht schon wieder City of Flowers, hatten wir gerade letzte Part. Was passt denn hier Schönes? Ich suche mal was Schönes, ne? Guangzhou? Nee. Das war geil, aber passt hier nicht. Das passt. Auch geiler Track. Egal. Welche Schwierigkeit da ist, die eigentlich auch, glaube ich, nur 3. Daji! Scheiße! Scheiße! Boah, die sind mir ja schon ewig nicht mehr gemacht. Weiß ich gar nicht. Doch, das Tor ist aber auf. Was der Hell? Shime! Was ist das denn? Was macht Ginshio hier? Ah, ich hab eine schöne Idee, eine wundervolle Idee. Ah, Ginshio, ich hab Neuigkeiten für dich, Munishige. Das ist ja gar nicht so, ne? Oben auf dem Berg. Verdammt, was du mir sagst. Wir sehen nur eine Falle. Schnell beeil dich und rette ihn. Wir sind später. Zieht sich zurück. Wir schauen mal nach. Mit Nesa, der viel schneller. Ah,
sicher ist er sicher und sicher ist er sicher. Das steht es wirklich so. Ja, du bezweifelst das nicht, ne? Das ist genug, wir müssen uns schnell zur Garnison eilen. Hä, wieso jetzt zu dieser? Ich dachte im Norden. Oh, diese im Norden meinen die. Hier war auch was. Ich habe das noch richtig in Erinnerung, oder? Sag mir, dass ich noch richtig in Erinnerung habe. Da ist echt nichts, lol. Scheiße. Umsonst hingelatscht. Nein, ich muss wieder meinen Controller verkloppen. Der R2-Knopf geht wieder nicht. So. Machen wir es mit Donju. Down. Dieser Schaden. Das ist so krank. So krank, ich sag's euch. Aber wieso man sich schon wieder das Pferd, man? Nee, so einfach gut. Tschüss, man. Bam. Was wollt ihr alle? Die Kreisel des Todes. Ihr seht es ja. Ach so, der ist rausgekommen, der in der Burg war. Okay, machen wir es mal mit Himiko. Vierfacher Amaterasu. Sollte durchaus reichen, um Spinybeck zu besiegen. Ja, mit einem Treffer eines Charged Attacks. Ah, das ist mein Lieblingsangriff, der geht so ab für eine Mark. Und wen haben wir hier noch? Orb Weaver. Willst du auch noch down gehen? Bäm! Eine Kombo. Down. Himiko, wie sie abgeht jetzt mit Might auf 10. Und Level 50 ist sie auch schon. Aber hat noch nicht mal die Doppelleiste, Leute. Ist halt nur ein kleines Mädchen, ne? Muss man auch dazu sagen. Oh Mann, ihr nervt. Mann, ihr nervt, hab ich gesagt, ey. Pisst euch. Pokémon Wanderer. Das ist jetzt aber auch ein Running Gag geworden. Kommt. Das ist wieder so ein Oma viel ins Klo, ey. Oh my feelings go. Das ist doch. Das ist aber lustig, kaum schon. Das machen wir mit Donju. Schön Musu. Geil. Bombe, 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 Bombe. Biladen. Bam down. Evil Lache. Das ist da der Untertitel, das Englische. Steht dann da nur. So lustig. Nice, die war ja 6er auch immer und 7 glaube ich auch immer nur. Da immer gesagt, wenn er einen besiegt. Ist natürlich bei japanischen schlechter. Ich finde das lustig, nur wenn er dann nur so sagt. Kommt richtig an. Hier, kannst du mich hören? Ginchio, öffne mir das, die Türen nur. 9! Boah, zum Glück. Nesa, thank you, guy. Der hätte mir so richtig Schaden machen können. Der Gute, wer es auch immer war. Ja, wir waren das jetzt. Scheiße, Ginchu ist eingeschlossen. Boah, Falle, fuck. Guckt euch das an, das war so klar. Wie Daji ja schon gesagt hat. Ja, war auch eine Falle. Sagt sie auch, offensichtliche Falle. Ja. Ich hab's nur getreten mit der Ehre, ja toll. Komm, hätte man auch mit Taktik. So, wie ist das gehört? Da ist sie, irgendwas ist hier mehr. Ja, Mushige war, ist auch Figuren zu, gar nicht direkt hier gewesen. Kommt jetzt nur zur Hilfe irgendwie. Bisschen verrückt gerade. Oh, Mushige ist da. Gichio ist eingefallen. Hol sie raus. Sieht aus, als Gichio in einer schlechten Situation hier. Wir machen es mal mit Nesa, wir rushen ein bisschen das Tor auf hier. Um die da rauszuholen. Ginchu, ich höre sie schon. Ich bin jetzt holt mich hier raus. Ich höre sie schon. Ah, er darf natürlich auch nicht sterben, ist klar. Aber Ginchu auch nicht, nee. Kein Tachibana-Stern. Oh, und jetzt so richtig viele Verstärkungseinheiten. Fuck. Fuck. Ah, Tore gehen aber auf. Nice. So, jetzt holen wir dich da raus, Ginchu. Beziehungsweise wir retten dich. Wer soll sich retten? Himiko. Geier! Ja. Bam, bam, bam. Oh, das ist nicht so gut wie der normale Dreiecksangriff. Mit 4 Amaterasus, weil der geht ab. Bam.
Wisst ihr was? Die nerven mich. Musum Fiamitirasus. Viel Spaß, Urutu. Down. Harvestman down. Und Schitzmann. Keine Chance. Oh, Hammerjaw kommt aber auch noch. Okay. Ach komm, Dongju. Dongju, oh, du machst es mal gerade. Ja, down. Haha, Bomb. Bomb FTW. Bomb your life. Bomberman. Dongju ist hier der Bomberman in diesem Game. Ah ja, wer kennt den nicht? Den guten alten Bomberman. Ich finde es geil, dass Dongju mit Level 30 viel mehr Leben hat als Himiko mit Level 50, weil Dongju war schon immer für bekannt, so viel Leben hat. Aber trotzdem lustig irgendwie. Tarek, Tarek! Was müssen wir jetzt sagen? Daji besiegen, boah, ich kenne die Missy echt irgendwie nicht mehr. Hab ich nicht so oft gespielt. Komm auf! Schmäh! Komm, Kottenmauf, machen wir noch gerade. R1. Bam. Take that. Oh, niemand hat eine Chance gegen dich. Ja, ist klar. Denn ich bin Bomberman mit Wirbelstürmen noch dazu. Bam. Oh, diese Bomben waren so ein Scheißschaden. So krank. Mit Might auf 10 kann ich nur jeden empfehlen. Wie haben wir den eigentlich noch gespielt? Da fehlt natürlich noch was. Slay. Slay. Destruction. Oh, Braum braucht er noch auf jeden Fall. Wir machen die normalen Bomben auch richtig viel Schaden. Das ist nur auf 2, das geht im Moment noch gar nicht. Aber macht trotzdem auch so Schaden eigentlich ganz gut. Ne? Ja, könnte natürlich besser sein. Das meiste ist wahrscheinlich noch wegen Wirbelstürmen. Wieder zukommen und Trailer Time bis down. Boah, das macht so Schaden mit Mai dann immer. Und vor allem dieser eine Skill, ja, macht ja die Bomben direkt aufs Target, also direkt da rum und dann explodieren die und dann BAM! So viel Schaden und dann mit Mai 10, das geht so ab, ich sag's euch. Es geht so ab. Chime! Boomslang, was willst du? Du boomst, der Laden boomt gleich nicht mehr. Das war's mit dir. Ich würde mal jetzt hier wieder ein Genick bummeln, aber nee, lass mal. Shimraiwa! Pokémon Wanderer. So, Nesa ist wieder unser Pokémon Wanderer. Wir sind fast schneller bei Goldenrod. Oh nee, nee, kassiere ich jetzt so viel. Machen wir's mal so einfach nur. Down. Goldenrod und jetzt hier noch Kielbeck und dann können wir uns auch schon nach Daji hinbegeben. Ah, erstmal wieder full healen. Ah, so geil, Absorption aus Osmosis mit diesem Himiko. Das Skill hier mit R1, das ist so episch, das ist... Ah, das Beste ever. Geht alles mit, ich sag's euch. So übel. Und mit Multi, ey, Himiko ist beste Charakter, wenn man richtig skillt. Selbst besser als Orochi, wenn man es richtig skillt, wie ich jetzt hier. Es geht so ab. Beziehungsweise sie geht so ab und wieso mach ich nicht hier? Ja, Tutübel. So, Daji, du wolltest hier Mist bauen. Das gibt's zurück. Ein dummer Hinterhalt, ey. Sei nicht immer so hinterhältig, Daji. Jetzt gibt's das echt zurück. Und das ist jetzt... Tutübel Moon. Down. Ach, ich kann nicht mehr. Daji ist geflohen. Jetzt kommt eine Sequenz. Mag es, laut Musik, wenn du wütend bist. Warum redest du? Bist du endlich wieder mit ihm? Vereinigt. Ach, das, darum liebe ich sie halt, ne? Ah, lass mich allein!
jetzt ist Dolly mal vor. Jetzt rennt sie vor ihren Liebsten weg. What the hell? Ah, lass sie nicht so leicht ärgern, Mann. Wegrennt, ey. Voll beleidigt, ey. Leberwurst. Naja. Schon geil gemacht. Ich sollte dir wahrscheinlich danken, ne, dass du mich gerettet hast. Ich sollte glücklich sein, dass wir endlich wieder vereinigt sind. Ich hoffte ein bisschen mehr von dieser Welt, aber jetzt, da ich wieder von Ginchio gefunden wurde, nehme ich an, dass ich keine Wahl mehr habe. Also, das ist nie. No choice, keine Wahl in diesem Meta. Einfach keine Wahl mehr, so. Ich muss besser aufholen hier mit ihnen, bevor ich jetzt hier stecken bleibe im Licht stecken bleibe. Oh, da redet er wieder bildlich. Hast du das? Das ist bildlich, das ist schwer zu übersetzen. Agility haben wir schon, ne? Absorption brauchen wir. Absorption 1 ist gut. Kann ich das gleich offscreen da drauf upgraden? Schön Waffen kombinieren. Das brauchen wir nicht. Oh, Universe Rings. Ja, viel besser als diese. Brauchen wir nicht. Ja. Ja, alle Missionen auch. Nice. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.